American gangs and Asian ones don't compare to the Triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Ray. Much more careful. Und damit willkommen zurück, liebe Leute, zu Sleeping Dogs. In ihrem sicheren Haus gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank und eine Videoüberwachung, mit der sie auf gehackte Kameras zugreifen können. Cool, cool, cool. Kann man irgendwie auch Kameras aus irgendwelchen Schlafräumen von jungen Damen hacken? Wer weiß. Drücke Select, um ihre Karte zu öffnen. Keine Ahnung, was stand da so. Dynamische Legende, markieren Sie ein Kartensymbol, um mehr Informationen zu erhalten. Okay, hier sind wir. Zoomen. Ranzoomen. Ne, Moment, bevor ich das mache, habt ihr mir gesagt, also habt ihr den ersten Part hochgeladen, heute, von ein paar Dings. Und die haben mir gesagt, dass, Ingame-Dings zu laut ist noch ein bisschen. Beziehungsweise, ja, ein paar haben es gesagt. Deswegen mach es einfach ein bisschen leiser und ihr sagt mir, ob es jetzt besser ist. Ein paar haben gesagt, die Schrift ist zu klein. Ja, Leute, dann macht halt Vollbild. Größer kann ich das Zeugs auch nicht machen. Vollbild und dann geht das schon mit der Schrift. Dann kann man die auch gut lesen. So, machen wir weiter mit der Karte. Ja, okay. Nachtmarkt, okay, Golden Koi, Fulong Überführung, hier sind wir, was ist das zum Beispiel? Massagesalon, ob es da auch Happy End Massagen gibt? Okay, es geht nicht näher ran zu zoomen, mal schauen. Okay, so markiere ich mir den Weg. Einsatzziel. Überfall und Lieferung, neuer Fall verfügbar. Ah, da. Ist das blaue? Neuer Fall verfügbar. Okay, das hört sich... Okay, Überfall und Lieferung. Das hört sich mehr an, so wie so ein krimineller Akt, wenn sich das anhört, wie so ein polizeischer Akt, sagen wir es mal so. Okay, was ist hier? Ja. Betrug lohnt sich nicht. Okay, öffnen wir mal die Legende. Spieler, Fallstart... Was von, ach so, aha, ein Ermittlungsfallstart, ja, Missionsstart. Wieso heißt es einfach nur Missionsstart? Egal. Sicheres Haus. Hä, wieso hat es zwei verschiedene sichere Häuser? Undercover-Zentrale, Gefälligkeit, Parkplatz, Boutique, Apotheke, Fahrzeug, Laden. Okay, und hier Spielhölle und Karaoke. Hahnenkampf, Massagesalon, cool. Hahnenkampf, hey, das müssen wir auf jeden Fall mal machen, so ein Massagekampf wollte ich sagen. Was ist das, eine Garage? Fahrzeugladen. Ah, hier, Parkplatz. Gut. Was wollen wir denn als erstes machen? Komm, bevor wir so eine richtige Mission starten. Moment, schauen wir uns an, wie groß. Oh, okay, die Karte ist doch etwas größer. Okay, ja, wie gesagt, Modetipp. Schauen wir uns ein bisschen um, drücken Sie mehrmals L3, um Ihr Primärziel durchzuschalten. Okay, wo ist schon wieder L3? Das ist L3. Okay, manuelle Kartenposition. Überfalllieferung. Okay, gut zu wissen. Mal schauen, was wir so im Kleiderschrank haben. Vielleicht haben wir voll die coolen Sachen da. Nichts. Cop-App E-Set, tragen Sie Schuhe, Hosen und Shirt, um 5% Cop-EP zu erhalten. Okay. Sind das die Cop-Dinger da? Ist das das Cop-Set? In Boxershorts laufen jetzt einfach mal rum. Schuhe, Barfuß, ja. Okay, gut, hier kann man Outfits speichern. Gut, wir haben aber leider nichts mehr. Gut, was gibt's hier? Schlafen können wir uns legen. Okay, hier haben wir ein Sofa, ein Flatscreen, leider keine PlayStation 3, schade. Schokolade, aber was soll man machen? Kann sich nicht jeder eine PlayStation 3 laufen, ne. Sehr stylische Toilette,
Mit einer Toilettenbürste. Was ist das für eine Dusche? Ach nee. Was ist das für eine Kackdusche? Was ist das überhaupt für eine Absteige? Okay, waschen uns mal die Hände. Nach jedem Toilettengang muss man sich die Hände waschen. Am besten mit Seife und mit warmem Wasser. Mindestens 20 Sekunden lang die Seife einreiben. Oh, okay. Okay, wir können die Kamera schwenken, aber nach unten können wir sie nicht schwenken. Gut. Okay, wir haben schon die Hände gewaschen. Zwar vor dem Toilettenaufenthalt, aber spielt doch keine Rolle, ob davor oder danach. Kochen wir uns mal was zu essen mit unseren sauberen Händen. Mal schauen, was da gibt so. Okay, sieht ja sehr voll aus. Da noch unten was vom Asiaten. Witzig, weil hier ist irgendwie jeder ein Asiate. Uiuiui, erhöhter Schaden, cool. Ein Ventilator ist wahrscheinlich ziemlich heiß in Hongkong. What do you think of dried seahorse? What's it do? Hmm? Supposed to make your man stay hard for 3 hours. Does it give him rhythm or make him want to use his mouth all the time? Geh auf die Seite. I wish. You're going to need more than that. Geh auf die Seite, Schlampe. Hier kommt der Boss in seidenen Mantel. Holen Sie Ihr Motorrad aus dem Parkhaus. Was haben Motorrad? Cool. Ey, Hombre. Reden Sie mit dem Parkwächter. Okay. Ach, ja, ich sollte auch mit ihm reden. Okay. Dieses klassische Motorrad setzt auf. Oh. Sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Klasse B. Lackierung, kann ich die ändern? Die kann man ändern. Was? Und jetzt? Wie ändere ich die? Hallo? Hä? Was? Okay. Ich dachte, nee, ich kann es nicht selbst ansprühen oder so. Lass mir jetzt mal so. So ist gut. Die Lackierung gefällt mir. Listen to Flight from the Cinematic Orchestra here on Ninja Tune Radio, followed by Bonobos, The Fever off the award-winning Days to Come album. That's followed by a Beats Mix of Sound Mirrors from Cold Cuts. Beten wir erstmal beim Gesundheitsschrein, um mehr Gesundheit zu erlangen. Bitte gib mir Gesundheit, lieber Schein der Gesundheit. Aber vorbildlich, seht ihr, er setzt sogar einen Helm auf. Und das tut der liebe Niko Bellic aus GTA ja nie. Okay. Wir wollten doch die Gefälligkeit tun. Notbremse. Bam! Was ist los, hä? Was ist los, Jungs? Was? Was ist da passiert? Hä? Und wieso sind die Gebäude markiert? I don't get it. Okay, wo ist die Gefälligkeit, die ich tun wollte? Ist die nicht markiert? Mod? Ne, komm, wir machen lieber die Gefälligkeit hier. Okay. Gut, erstmal um Krankenhäuser kosten. Und kommt. Och nee! Mist, ich habe einen unschuldigen Passanten überfahren. Und jetzt müssen wir erstmal vor den Bullen flüchten, obwohl wir selbst Bullen sind. Aber nun ja, so Notbremse erst einmal. Oh, wenn ich auf die Notbremse drücke, vom Gaspedal runtergehen. So, jetzt ist der Wegpunkt jetzt nicht mehr markiert. Wegpunkt, bist du markiert? Ist ja voll kacke, wieso ist der nicht mehr markiert? Okay, das gefällt mir schon mal nicht, dass der nicht mehr markiert ist, wenn ich dann von den Bullen verfolgt werde. Von meinen eigentlichen Kollegen. Also es fährt sich eigentlich genauso wie GTA. Oh, ey, das gefällt mir aber gut. Dass hier sogar, dass wir uns nicht nur anhand der Karte orientieren müssen. So, ist hier Linksverkehr? Ist in Hongkong Linksverkehr? What the f... Ist Linksverkehr? Ich sag's, egal. Ich komme aus Europa bzw. aus der Schweiz und da fährt man auf der rechten Straßenseite. Ne, ich finde das gut mit den... Tut mir leid, Lady. Geht's Ihnen gut? Ich hoffe Ihnen... Oh, ja, sieht nicht so gut aus. Aber wird schon, wird schon. Wir sind ja hier, glaube ich, in einem Krankenhaus, beziehungsweise in der Nähe eines Krankenhauses. Komm, steigen wir mal hier ab.
Moment, Moment. Auf dem Parkplatz natürlich, damit... Ich weiß nicht, ob das Motorrad hier bleibt, wenn wir das Motorrad nicht auf den Parkplatz stellen. Also stelle ich es lieber auf den Parkplatz. Wo ist der Abdi? Okay, jetzt geht's ein bisschen blöd so mit Kamerafilm oder so. Und so, nicht oder so. Und weil ich sehe, geht mein Schaden, erhöhter Schaden so langsam zur Neige, also ist das auch nicht permanent. Wäre irgendwie auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn es permanent wäre. So, komm. Aber ich muss doch nicht mit dem Typen da reden, oder? Komm. Parkier mein Motorrad. Oh nö, das ist doch lästig. Komm. Junge. Parkier mein Motorrad. Gut, steigen wir halt mal ab. Parkierst du jetzt mein Motorrad? Okay, dann müssen wir es wohl hier lassen. Ist ja auch egal. Wir lassen es einfach hier. Es wird schon irgendwann auftauchen, hoffe ich zumindest. Jetzt können wir uns erstmal... Oh mein Gott, schon 11 Minuten verschwendet und gar nichts getan. Okay, dafür machen wir den Part ein bisschen länger. Ein bisschen länger machen wir den Part. Dann sollte schon... Ah, du redest mit mir. Hilf an. Mrs. Chu suggested I talk to you. She a friend of mine. I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can't pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Oh, Versicherungsbetrug. Das machen wir doch gerne. Wir zeigen euch, wie... Was ist das? Ein Päckchen? Über GTA? Ein Tresor in North Point, okay. Oh, wow, da ist Money drin. Sehr schön. Money kann man immer gut gebrauchen. Sind halt irgendwie so Geldkoffer halt. Zum Glück keine Briefbomben oder so. Ich laufe wieder falsch rum. Excusez-moi. Wir müssen natürlich hier um die Ecke biegen, damit wir zu Michelles Auto kommen. Oder wo kann man hier abbiegen? Ne, hier länger. Ah, hier ist eine Treppe. Deswegen. Ich war ein bisschen verwirrt und wir sind hier gar nicht beim Krankenhaus, wie ich zuerst dachte. Oh, sehr schönes Auto. Sehr, sehr schönes Auto. Gut, versenken wir das. Halt die Klappe, Freundchen. Ich bin Polizist. Wenn ich die Sirene anmache, darf... Okay, die Steuerung ist extrem direkt. Also richtig, richtig direkt. Und ich muss sagen, es fühlt sich nicht so an wie ein richtiges Auto. Also, er ist jetzt nicht so schlecht. Es kann auch, man kann es auch als Vorteil sehen, dass es ziemlich direkt ist, aber es fühlt sich halt nicht wirklich so wie in einem Auto an. Seht ihr? Also wenn ich einmal ganz kurz nach links drücke, biegt er sofort nach links ab und ja, springen wir einfach mal rein. So. Sehr gut. Wir halten 2000 HK-Dollar als Belohnung. Sehr schön. Das ist wunderprächtig. Ey, das sind aber ziemlich kurze Missionen. Okay, schwimmen. Was sieht? Können wir tauchen? Ne, tauchen können wir nicht, wie es aussieht. Okay, ähnlich wie bei GTA. Ich muss es halt ein bisschen mit GTA 4 momentan vergleichen. Komme ich hier auch raus? Aber ich muss sagen, in GTA 4 hat mir das Fahren jetzt nicht unbedingt mehr Spaß gemacht. Dazu habe ich zu wenig Autos hier gefahren und kann das nicht so gut beurteilen. Aber auf jeden Fall... Oh. Mit dem kleinen Motorrad macht's aber richtig Spaß. Also da ist die direkte Steuerung wirklich vorteilhaft. Beim Auto fand ich es jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, nicht realistisch, deswegen finde ich es auch nicht so gut. Aber es lässt sich auf jeden Fall gut steuern, da kann man nichts sagen. Gut, tun wir noch einen Gefallen. In diesem Part machen wir ein paar Gefallen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Und dann im nächsten Part geht's mit der Hauptstory weiter. Wir müssen uns ja ein bisschen zurechtfinden. Can you help me out? Ja, natürlich, mein Anabolika-Opfer. Was brauchst du denn? What do you need? A ride, but in a second.
Okay. Let's go, let's go! Ach so, okay, in seiner Hand muss ich mich teilen. Nein, oh, du bist ein... Komm rein, nein! Hallo, geh doch rein, du! Du bist doch ein... Oh, geh rein! Halt, was machst du? Geh doch einfach rein! Was zur Hölle? Ey, das fand ich jetzt lächerlich. Das fand ich lächerlich. Unser erster Fail. Nur weil er nicht reagieren wollte, wie er sollte. Let's go, let's go! Okay, jetzt aber. What the hell? Rein da. Und einfach abhauen. That asshole was sleeping with my girlfriend. You can't just punch a cop. I know. Gotta have a getaway ready. I really appreciate it. A little warning would be nice. Oh, right, okay. You gonna pull this shit, you gotta learn to drive. Think about dumping that girlfriend too, all right? Well, she's not exactly my girlfriend. I really like her though. She's got a nice smile. Dress is real nice. What, you're not even dating her? Not yet, man. Gotta be optimistic though. Son of a bitch. Is she with that guy? You mean like right now? Oh, come on. We're sun on ye. Cops don't got anything on us. Son of a bitch. Hab mit meiner Freundin geschlafen. Ja, eigentlich hatten wir noch gar kein Date und eigentlich ist sie mit dem anderen Typen zusammen. Thanks, Wade. Next time I need to hit a cop. I know who to call. Aber er hat mich betrogen, beziehungsweise sie hat mich betrogen. Gut, so läuft das hier in Hongkong, Leute. Das müssen wir. Oh, Gesundheitsschein. Den holen wir uns gleich mal, beziehungsweise beten davor. Noch zwei und wir haben erhöhte Gesundheit, supidupi. Es macht schon Spaß, die Autos zu fahren. Das kann man nicht sagen. Also man kann nichts dagegen sagen. Aber wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen zu direkt. Wollte die irgendwas von mir? Keine Ahnung. Tun wir den nächsten Gefallen für unsere Freunde hier. Wie gesagt, in diesem Part ist ein kleiner Gefallen-Part. Denn da gefalle ich euch so sehr. Okay. Diese leicht bekleidete... Nee, leicht bekleidete ist jetzt nicht. Gut, reden wir mit ihr mal, schauen, was sie von uns will. So, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series, really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Get me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Wir haben jetzt eine... Wir haben noch keine Kamera. Hallo, wir haben keine Kamera, Milady. Oder haben wir eine? Ja, egal. Wahrscheinlich mit dem Handy. Ne, komm, wir nehmen das Motorrad. Mit dem Motorrad ist das cooler, so. Und wieder vorbildlich den Helm aufgesetzt. So lobe ich mir das, Kinners. So solltet ihr das auch tun, wenn ihr mal irgendwie in Hongkong unterwegs seid. So, mal schauen, wie lange es dauert, bis wir von dem Auto angefahren werden. Gut. Also, bei Motorrad ist die direkte Steuerung auf jeden Fall von Vorteil. Denn so kann man halt, ja, besser wenigstens steuern. Man kann halt schneller um die Kurve, nicht um die Kurve gehen, sondern ausweichen und so Zeugs halt. So komme ich da rein. Hier müsste es doch bestimmt auch einen Gesundheitsschrein geben. Schließlich sind wir hier bei so einem Tempel oder was das ist. Wo bist du, Gesundheitsschrein? Ich werde jetzt nicht explizit danach suchen. Aber jetzt kann ich mich so ein bisschen umschauen, oder findet ihr nicht? Vielleicht finden wir Geldpakete oder irgendwie sowas. Wäre auf jeden Fall auch nicht von schlechten Eltern. So, komm. Hier gibt es auf jeden Fall nichts. Schade. Dann gehen wir rauf zum Tempel. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Ein Gong. Gong. Gong, 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 gong. Okay, hier könnten wir uns ein bisschen umschauen. Tun wir auch mal so ein ganz klein bisschen, bevor wir weitergehen. Okay, nee, ich will mich nicht umschauen. Obwohl wir das tun könnten. Ah, hier, Gesundheitsschein. Ich wusste es doch. Also wenn hier kein Gesundheitsschein gewesen wäre, dann wäre was falsch mal bei diesem Spiel. Sehr gut. Schon den vierten hier in North Point gefunden.
Das ist supidupi. Dort ist noch einer. Gut, damit erhöht sich bald unsere Gesundheit schon mal. Das gefällt mir doch ganz gut. Sehr schön. Haben wir sogar einen kleinen Fortschritt in diesem Part gemacht. Wir erledigen noch diese Mission. Oh, okay. Dieses blaue Plus, da ist ein bisschen Gesundheit dazu. Wie viel sind das? So, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Okay. Fotomodus. Ah, hier. Cool, cool, cool. Okay, heranzoomen. Wegzoomen. Und Foto machen. Das sieht doch schön aus. Und jetzt checken wir es per WhatsApp der lieben Dame da, der lieben Shirtverkäuferin. Oh, wie soll ich... Ah, okay, ich muss mehrere Schnappschüsse machen. Okay, gut, wie gesagt, diese Mission machen wir noch zu Ende. Und dann beenden wir diesen Part. Im nächsten Part geht es dann vielleicht noch mit so einer Nebenmission weiter. Und dann natürlich auch mit den Hauptmissionen. So, was ich auch sagen muss, es gefällt mir eigentlich richtig gut, dass halt die Steuerung ähnlich ist wie bei GTA, beziehungsweise fast identisch. Ist supi, da muss man sich nicht groß umgewöhnen, sondern kann gleich einsteigen und einfach Spaß haben. What? What the? What? Genial, okay. Das erstmal auf die Fresse geflogen. Was macht er da für Kunststückchen auf dem Motorrad? Versuchen wir es nochmal. Und er zückt aus der Hosentasche gleich seinen nächsten Helm. Cool. So. Rum, rum, rum. Cool. Was? Was mach? Hey, hallo? Was? Ach cool! Ey, unglaublich! Wow! Wenn das nicht mal spektakulär ist, Leute, das hat GTA nicht zu bieten. Okay, Stuntman. Ja, das sind wir in der Tat. Cool. Ah, das können wir auch mit dem Auto machen. Okay, gut. Ey, das ist richtig cool. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und das mit diesem Navigationssystem auch, dass uns halt gezeigt wird, wo wir hinfahren müssen. Die Abkürzungen werden uns natürlich nicht gezeigt. Ist ja irgendwie selbstverständlich. Aber nicht so schlimm. So, schließlich können wir ruhig einen kleinen Umweg fahren. So in die Seitengasse abdriften. Und alles umnieten, was sich uns in den Weg stellt, was leider nicht so viel ist. Oh, das sieht doch schön aus. Müssen wir das fotografieren? Nee, wir müssen irgendwo anders hin. Wie gesagt, ich komme aus Europa, aus Deutschland. Nee, nicht aus Deutschland. Ich komme nicht aus Deutschland. Sondern aus der lieben Schweiz. Und da fährt man auf der rechten Spur. Und deswegen fahre ich hier auch auf der rechten Spur. Egal, wenn ob Linksverkehr ist oder nicht. Ich fahre auf der rechten Spur. So. Als nächstes. Oh, wir sind ein Ghost Rider. Nicht ein Ghost Writer. Einer, der Texte schreibt für andere. Sondern ein Ghost Rider. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt springen wir ein bisschen vor. Drücken wir ein bisschen aufs Gas. Und zischen hier ab, liebe Freunde. Wow. Das war ein bisschen knapp. So. Wir sind hier beim Pier. So, und hier können wir wahrscheinlich noch ein Foto machen. Oder? Hä? Und es wäre der Tag? Und es wäre... Ah, finally! Cool, okay. Und jetzt die Sonne fotografieren. Gut, machen wir das. So. Ah, wenn das nicht schön ist. Nee, Moment. Sollen wir die Sonne direkt fotografieren oder den Typen da? Hey, hallo, bist du aufs Bild? Nee, okay, fotografieren wir die Sonne. Aber nicht so direkt, sonst sieht es ein bisschen kack aus. Sondern so. Nee, der soll nicht drauf. Die Palme soll noch drauf, die ist doch schön. So, zack. Sehr schön. Ah, okay, ich muss sie wahrscheinlich direkt fotografieren. Na gut. Dann hat sie halt den Typen auch noch auf dem Bild. Den muss sie wahrscheinlich zensieren, damit sie die Shirts auch verkaufen kann. Und unsere nächste Mission ist erfüllt. Damit beende ich diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part, liebe Leute. Bis dahin, man sieht sich. Schönen Tag noch und tüdelü. Ach, dort ist ein Geldpäckchen. Aber das holen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.